Hallihallo und Servus YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Mordvorstellung. Ja, ihr kennt sicherlich noch eine meiner ersten Mordvorstellungen, den Steyr 6230 CVT Echo. Ja, bis dahin wirklich gesagt, einer der besten Mods. Und wir haben eine neue Version von dem, ich glaube aber nicht vom selben Modder. Trotzdem Wahnsinn, was man in der V2 aus der V1 verbessern kann. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, wir stellen uns mal einfach mal hier neben den 1.0er, um mal den ersten Unterschied zu sehen. Das ist die Größe. Wir sehen hier, die Version 2.0 ist in der ich gerade sitze, dann nur damit ihr es wisst, ist etwas kleiner. Ihr seht schon hier um etwa eine Dachdicke. Finde ich, macht mir jetzt nicht viel aus. Das finde ich auf jeden Fall nicht schlimm. Man sieht hier eventuell auch, dass das Glas nicht ganz so bläulich schimmert, bisschen besser aussieht. Was vor allem auffällt, ist, was bei der Motorhaube hier, die bei der 1.0 total spiegelt und so weiter, die 2.0er richtig schön sauber weiß ist. Auch unten die Farbe ist einheitlich. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Wir schauen uns das hier mal kurz an. Und hier dann eben. Da sehen wir schon Unterschiede. Wir haben auch andere Reifen. Es sind im Prinzip auch die Trelleborg. Nur sind die hier fast schon grau, gräulich. Bei der 1.0, hier bei der 2.0 richtig schön dunkel, Richtung schwarz. Ja, die Felge sieht hier auch ein bisschen anders aus. Ich finde sie persönlich bei der 2.0 auch besser. Wenn wir die Form von der Seite anschauen, dann sehen wir hier, dass sich dieser 1.0er so ein bisschen nach vorne neigt. Das liegt eben auch an der Größe. Finde ich, sieht teilweise etwas, na, passt nicht ganz. Wenn wir uns da die 2.0 anschauen, da passt das viel besser zusammen. Da ist er einfach ebenerdig, sag ich mal, und beugt sich nicht nach vorne, nach hinten, sondern einfach geradeaus. Sieht trotzdem bullig aus. Wir haben hier sogar eine Frontladerkonsole dran. Und ein Feature ist, dass wir aussteigen können mit R, zum Beispiel hier Kotflügel abmontieren können. Das ist natürlich auch eine riesengeile Sache. Wir fahren jetzt mal ein bisschen mit dem. Wie gesagt, Sound und, glaube ich, Geschwindigkeit, Handling ist relativ ähnlich. Ich wüsste nur, dass er sich besser verhält als vorher. Standard Lichtskript, das funktioniert auch super. Das sieht auch super aus. Und Umleuchten funktionieren. Blinker funktionieren auch Perfektionist. Ist und genau, wir haben hier auch ein slowakisches Kennzeichen, deutet darauf hin, dass das ein Slowake gemoddet hat. Ja, wir haben auch Spiegel verbaut, wir haben auch was ganz neu ist, wir können mit der EC-Steuerung die Tür aufmachen, wir können mit der EC-Steuerung auch die Lenksäule nach vorne klappen und nach hinten klappen. Das ist auch super. Frontkraftheber, also Fronthydraulik öffnen, schließen, das ist klar, hat fast jeder drin. Und natürlich dann noch das Heckfenster aufklappen und zuklappen. Innenansicht wirklich sehr, sehr gut, sehr gut. Mit kmh-Anzeige und Drehzahl-Anzeige. Wie gesagt, ansonsten finde ich das Modell von den Texturen hier einfach besser gelungen. Und also es ist wirklich eine wahre V2 geworden. Und da kann ich nur jedem empfehlen, der die V1 gespielt hat oder der die auf dem Server hat oder sonst wo mit der spielt, der kann die gleich wegwerfen und nimmt die V2, denn die ist wirklich weitaus besser, auch vom Handling her, vom Driften. Und ja, Freunde, das war es eigentlich. Wollen wir mal ein kurzes Vergleichsvideo machen, damit ihr seht, ja, gut, dass die 1.0, dass die 2.0. Link ist wie immer mit der Beschreibung und ich hoffe, ihr kommt mit dem auch gut klar. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Es ist einfach die auf jeden Fall bessere Hälfte des 1.0er Steyr. Genauso viel FPS. Sorry, PS, nicht FPS. Wir sehen hier noch das Bild, das ist meiner Meinung nach nicht ganz so gut gelungen. Genau, was noch ganz wichtig ist, er ist komplett waschbar. Er ist komplett waschbar und wird komplett schmutzig. Das ist noch ein super, sag ich mal, ein super Effekt. Wir haben immer ein Steyr-Logo, da wohl ich das Logo, also das Shop-Bild, bin ich eins der besten überhaupt. Das hätte man vielleicht noch benutzen können. Aber okay, Kosten wären dann 185.200 €, beim zweiten 269 PS, also knapp 270, 85 Euro Unterhaltskosten. Ja, Freunde, das war's. Ich bin raus. Ich sag danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao und Servus.